Peter Skons war ein erfolgreicher österreichischer Unternehmer, der von seinem Vater eine kleine Werkzeughandlung in Wien übernommen hat und daraus über die Jahrzehnte ein österreichweit tätiges Filialunternehmen auf diesem Sektor aufgebaut hat. Darüber hinaus hat er eine große Begeisterung für die Philatelie entwickelt, hat mit seinem Heimatland Österreich eine der größten, wenn nicht gar die größte Sammlung Österreichs aufgebaut und darüber hinaus auch vom Nachbarland Deutschland eine vorzügliche Sammlung begonnen aufzubauen. Peter Skons ist leider Ende 2017, ich sag mal aus meiner Sicht viel zu früh, verstorben. Wir haben erfreulicherweise in den letzten Jahren ihm immer mal wieder interessante Stücke anbieten und auch zuschlagen können. In den letzten Jahren durfte ich ihm die auch streckenweise in Wien persönlich ausliefern. Bei dieser Gelegenheit haben wir uns kennengelernt, ich habe seine Frau kennengelernt und die Sammlung wird Stück für Stück bei entsprechenden Häusern versteigert und wir haben eben auch einen Teil davon abbekommen. Das Schlosshotel Hugenpoth bietet sicherlich den passenden Rahmen für eine exklusive kleine Versteigerung, die zwar nicht durch die Menge der Stücke besticht, aber durch deren besondere Attraktivität und Qualität. Wir versteigern heute in der ersten Sitzung ab 14 Uhr altdeutsche Staaten, insbesondere aus dem norddeutschen Raum, und in der zweiten Sitzung ab 16 Uhr folgen die deutschen Auslandspostämter und Kolonien. Die gesamte Auktion besteht aus einer Aneinanderreihung von Spitzenstücken auf die eine oder andere Art und Weise. Gleich zu Beginn haben wir von Braunschweig die erste Ausgabe, komplett alle drei Werte mit Original-Gummi. Meines Wissens in dieser Form die einzig bekannte Garnitur. Und im Bereich deutsche Kolonien haben wir zum Beispiel von Kiao Chu einen Wert der Kaiserjacht-Serie dabei mit einer abweichenden Zähnung, die erst seit einigen Jahren bekannt ist und auch heute noch zu den Highlights zählt.